Mit Free at Home können Sie zeitabhängige Prozesse automatisieren. In den Zeitprofilen können Sie Schaltaktionen einstellen, die sich täglich oder wöchentlich wiederholen, und mit Hilfe der Astro-Funktion koppeln Sie Schaltaktionen an Sonnenauf- und Sonnenuntergangszeiten. Dieses Video zeigt Ihnen, wie Sie Zeitprofile in Free at Home erstellen und ändern. Wie wird ein Zeitprofil erstellt? Loggen Sie sich im Konfigurationsmodus ein und wählen Sie Timer. Um ein neues Zeitprofil zu erstellen, gehen Sie auf Auswählen und dann auf das blaue Plus unten. Das Zeitprofil soll automatisch die Jalousien im Wohnzimmer steuern, daher der Name Jalousien. Klicken Sie auf Erstellen. Klicken Sie unten rechts auf das blaue Plus, um einen neuen Timer für dieses Profil zu erstellen. Rechts sehen Sie nun alle Geräte, für die Sie eine automatische Steuerung im Timer erstellen können. Wählen Sie die Jalousien im Wohnzimmer durch Klicken und Ziehen an den 6 Pünktchen rechts auf das Zeitprofil. Die Jalousien sollen an jedem Wochentag um 7 Uhr öffnen, also legen wir sie auf 7 Uhr und offen. Im Menü rechts stellen Sie die Details wie Uhrzeit und Wochentage ein und speichern unten den Timer. Für das Wochenende brauchen wir im Zeitprofil einen weiteren Timer, denn die Jalousien sollen erst um 9 Uhr geöffnet werden. Sie können nun den Timer wieder aus allen verfügbaren Geräten auswählen oder einfach die links angezeigten Jalousien an den 6 Pünktchen rechts in das Zeitprofil ziehen. Es wird automatisch ein weiterer Timer erstellt. Ziehen Sie die Jalousien auf 9 Uhr und stellen Sie rechts Wochenende ein und speichern den Timer. So können Sie innerhalb eines Zeitprofils verschiedene Timer kombinieren. Wie wird eine Astro-Funktion erstellt? Astro-Funktionen werden genau wie die Zeitprofile erstellt. Klicken Sie auf Auswählen und dann auf das blaue Plus. Es soll ein Astro-Profil erstellt werden, das bei Sonnenuntergang die Außenbeleuchtung einschaltet und bei Sonnenaufgang ausschaltet. Klicken Sie auf Erstellen und wählen Sie dann das Profil aus. Klicken Sie unten rechts auf das blaue Plus. Das Dialogmenü für die Einstellungen öffnet sich. Jetzt wählen Sie die Außenbeleuchtung, ziehen Sie an den 6 Pünktchen auf die Matrix und positionieren sie auf Sonnenuntergang und an. Rechts öffnet sich das Dialogmenü für die Einstellungen. Setzen Sie zuerst ein Häkchen bei Astro-Funktion. Sie können nun Sonnenaufgang oder Untergang wählen, einen zeitlichen Versatz in Relation zur Auf- bzw. Untergangszeit definieren, die gewünschten Wochentage wählen und den Schaltzustand einstellen und ganz unten können Sie den Timer speichern. Damit das Licht zu Sonnenaufgang ausgeht, ziehen Sie das Licht wieder von links an den 6 Pünktchen ins Zeitprofil und positionieren es bei Sonnenaufgang und aus. Rechts setzen Sie das Häkchen bei Astro-Funktion, nehmen die gewünschten Einstellungen vor und speichern den Timer. Wie wird ein bestehendes Zeitprofil aktiviert? Sie können ein bestehendes Zeitprofil aktivieren oder deaktivieren. Auch die Timer innerhalb eines Zeitprofils können einzeln aktiviert oder deaktiviert werden. Gehen Sie dafür auf die Listenansicht und aktivieren oder deaktivieren Sie ganze Zeitprofile oder einzelne Timer innerhalb eines Zeitprofils mit den blauen Schiebereglern. Der Stern oben rechts fügt das gewählte Profil den Favoriten hinzu. Über das Zahnrad können Sie bereits erstellte Timer aus einem anderen Profil importieren und über das Mülleimer-Icon löschen Sie das Zeitprofil komplett.